Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Diamant Nuzlocke Challenge. Im letzten Part ist gar nicht mal so viel passiert in der Geschichte, aber an sich ist dann doch viel passiert. Und zwar haben wir Razor verloren, hier auf der Todesinsel, wie ich sie mittlerweile nenne. Waren wir hier mit Urs unterwegs und haben versucht, gegen diese Wanderer zu kämpfen. Und dieses eine verdammte Gearock hat einfach Intensität 10 gesetzt und hatte sowohl Lucario als auch unser Razor jetzt auf dem Gewissen. Aber sein Lucario lebt einfach noch. Das lebt einfach noch, das kann er einfach noch mitnehmen. Wunderbar. Jedenfalls ist Razor jetzt tot. Jetzt haben wir als Ersatz erstmal Franz in unserem Team, was erstmal ein bisschen dazulernt. Wir müssen echt aufpassen. Ich kann Shiro nicht vorne lassen, leider. Das tut mir leid, Leute. Wir haben nur eine Chance, denn diese Gearocks sind hier zu gefährlich. Denn auch Tim wäre fast, in Vergessenheit geraten. Nachdem ein Gearock sich hochgesprengt hatte und Tim, was weiß ich, wie viel KP ließ. Kaum welche. Und das war kein Crit. Das heißt, das einzige Pokémon, was überhaupt irgendwas überleben könnte, ist tatsächlich Tim. Ich muss ihn vorne lassen. Tut mir leid, Leute. Das heißt, die anderen werden dann irgendwann ziemlich im Verzug sein, so wie ich das sehe. Na gut, Matt jetzt wahrscheinlich nicht. Present will auch eher weniger. Die anderen muss ich wohl irgendwie stärker trainieren. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Mal schauen. Ich muss auf jeden Fall Tim einfach vorne lassen. Es geht nicht anders. Da ist dieses Scheiß wie dieses verdammte Gearock. Vom Trainer hat es ja Intensität 10er gesetzt. Und jetzt einfach wild setzt es ihr Finale ein. Gefährlich. Eine Explosion zum Beispiel ist ja noch stärker. Die würde dann auf jeden Fall ausreichen. Muss ja verdammt aufpassen, Leute. Ach komm, ich gönne mir einen Surfer. Ist ja egal, wenn Lucario Schaden bekommt. Ich meine, Surfer reicht mit den beiden eh aus. Ist Zap viel, viel effektiv auf beide, das muss eigentlich reichen. Und wenn Lucario einen Surfer bekommt, ist das nicht schlimm. Heilt sich ja eh wieder hoch. Dum, dum, dum. Das ist eh nur zweimal getroffen. Ich bin hoffentlich schneller. Und nee, Onix ist schneller, ist ja nicht schlimm. Weil Onix ist jetzt nicht so stark in der Offensive wie Gengar vor. Gearock. Vor allen Dingen, was sowas wie Intensität oder Finale betrifft, das kann er ja nicht. Gott sei Dank. Klar, die Hälfte Schaden ist in Ordnung. Gut, bei dem Crit ist es jetzt was anderes. Da muss ich aufpassen, wenn wir gegen ein Gegnerteam spielen, dass sie nicht noch mehr Pokémon haben als zwei. Denn sonst kann ich die Surfer immer wieder einsetzen. Auch Schlammbombe würde irgendwie gehen. Trifft natürlich nicht immer, würde aber auch nur ein Pokémon treffen. Ich habe richtigen Hass gegen Gearock mittlerweile entwickelt hier. Alter Schwede. Mann, Mann, Mann. Hat Tim auf dem Gewissen. Tim, sag ich schon. Ich wechsle den Namen wieder, Razor. Ich nehme schon wieder viel zu spät auf. Level 36 und. Oh. Ja, es ist einseitig. Spezialverteidigung ist auch nicht so schön. Ah, aber Hauptsache die KP steigen. Das ist immer am wichtigsten. Lalalala. Okay, dann kann es weitergehen. Und Freizeit Level 22. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen was dazulernen hier. Ah, wir brauchen bulkigere Pokémon. Wir haben an sich zwei bulkige Pokémon. Wir haben Tim, das ist natürlich am bulkigsten. Dann haben wir auch Mert. Und Present, nee, eher weniger. Der Rest hat Probleme. Der Rest hat ein Problem, deswegen haben wir auch ein Problem. So. Ich möchte jetzt gegen jedes Pokémon mitnehmen, was geht, Leute. Ist einfach so. Auch wenn die Eiseninsel umso länger dauert dann. Es muss einfach sein. Weil ich Training brauche. Und ich möchte es gerne, soweit es geht, on-screen machen. Ich muss nur gucken, ob ich das jetzt noch ändere mit den Offscreen-Trainingseinheiten. Dass ich die nicht mehr aufnehme. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder... Oh, sehr schön, Fehlklaue. Oder dass ich die Regel einfach einfüge, dass dort keine Pokémon sterben können. Nur um sicher zu gehen. Dann kann ich ja auch ohne Probleme in der Eiseninsel trainieren. Das würde ja am schnellsten gehen. Ich meine, es ist ja nur Offscreen-Training. Ich trainiere nur gegen wilde Pokémon. Ist ja nicht so wild. Wenn es, je schneller es geht, umso besser. Ist ja nicht klar. Und deswegen, naja, müssen wir mal gucken, wie wir es regeln. Lalalala. So, tschüss. Onix. Lucario muss den Rest bei Golbat. Will ich mal hoffen. Das wäre sehr nett. Und was machst du? Du machst Kraftwelle. Das ging wahrscheinlich auf Onix. Das wird auch nicht ausreichen. Definitiv nicht. Haha. Von wegen. Nur was ein Flügelschlag, das ist schön. Bei mir wird es kaum Schaden machen, nicht Mann. Lalala. War sogar ein bisschen mehr, als ich dachte. So, zeige ich mir hier mal die. Nee, ich mach mal Body Slam. Haben wir bisher noch nicht ein einziges Mal eingesetzt, obwohl der physische Angriff auch nicht mehr so schlecht ist. Und nochmal die Flinkklaue. Nice. Dum, 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 dum. So, wunderbar. Und damit sollte Golbat tot sein. Ja, wunderbar. Tja, Leute, ich muss Tim vorne lassen. Wenn ein Gearock auftaucht, dann kann ich nicht einfach wieder rumswitchen, wie ich wild bin. Wenn das Ding wieder final einsetzt, habe ich ein Problem. Die Todesinsel passt eigentlich. Hyperball gefunden, das ist sehr schön. So, und Franz geht erstmal die ganzen Erfahrungspunkte. Der wird jetzt auch erstmal im Team bleiben, würde ich sagen. Ich denke mal, so ein Wasserflug-Pokémon ist gar nicht mal so schlecht, auch von den Kombinationen der Typen her. Können wir es gut gebrauchen. Wie ich finde. Oh. Doppel Onix. Geil. Da schreien sie rum. Dum, dum, dum. Da kann ich auch wieder einen Surfer gönnen. So, jetzt sind wir die richtige Attacke einsetzen. Wunderbar. Schön ist auch letztlich die Attacken hier. Wieder, resettet werden mit den AP natürlich. Das ist sehr praktisch. Also ich möchte auch gerne die Chance hier nutzen, um weiter zu trainieren mit Urs. Und das ist unglaublich praktisch. Einerseits verschwenden wir keine Tränke. Wir werden immer geheilt. Und dann haben wir noch eine Hilfe mit Lucario hier. Der uns hier mit dem Angreifen hilft. Und dann
kämpfen wir immer gegen zwei Pokémon. Das heißt, wir kriegen doppelt so viele Erfahrungspunkte, denn Lucario nimmt uns ja keine weg. Obwohl es auch ziemlich cool wäre, wenn er ebenfalls noch ein paar Level aufsteigen würde. Das wäre noch einfacher, mit ihm dann zu trainieren hier. Ich meine, die Questziele kann ich ja immer wieder neu aufrufen. Soll heißen, ich muss sie wieder nie beenden. Das heißt, ich könnte immer und immer wieder mit Urs zusammen hier rumlaufen und dann trainieren, wenn ich wollte. Das würde gehen. Dum, dum, dum. Schön, dass Lucario zuerst getroffen wurde vor Onyx hier. Ist ja eigentlich auch egal. Dum, 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 dum. So, tschüss Onyx, bis dann. Ich nehme alles mit, was geht. Schön viele Erfahrungspunkte, bitteschön, dankeschön, bitte. La 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 la. So, auch hier wäre es das. Da war eine Sackgasse unten links. Hier ist die Encounter Rate ja richtig, richtig hoch. Alter Schwede. Und richtig abwechslungsreich hier sehe ich gerade. Toll. Dum, dum, dum. So, soll ich da wieder auf Surfer gehen? Ich mach's einfach mal. Was kann Lucario denn gegen Golbat machen? Ich meine, fliegen können wir eh vergessen, wir werden eh zu langsam sein. Obwohl ich nicht weiß, wie das in einem Doppelkampf berechnet wird. Erstmal Windschnitt, der wird kaum Schaden machen, weil das auf beide Pokémon, glaube ich, aufgeteilt wird, ne? Okay, ich wollte gerade sagen, das war ein Volltreffer, ja? Deswegen macht das so viel Schaden. Deswegen werden wir auch weniger Schaden bekommen als Lucario. Ist ja bei beidem neutral. Ja, Metallklaue geht, glaube ich, noch am ehesten bei dir, ne? Macht trotzdem keinen Schaden, trotzdem kannst du den Angriff erhöhen, das klingt schon mal gut. So, dann würde ich sagen, Surfer und du machst auch Windschnitt, das ist ja toll. Tim kann ja auch Genesung lernen. Ob das so praktisch ist, ich hätte ihn ja gerne bei den vier Attacken, die er momentan hat. Ich meine, wir können natürlich auch wunderbar dann Tränke sparen. Allerdings nicht zu vergessen, ist, dass Tim einfach sehr langsam ist. Und ein schöner Volltreffer. Das heißt, wir werden auch immer nach der Runde dann immer, sobald der Gegner angegriffen hat, wahrscheinlich uns heilen können. So, Lucario ist erstmal besiegt, das ist kein Problem. Damit kann ich leben. Tut mir leid, dass ich immer mit angreifen muss. Ist nun mal so. Brauche ich einfach. So, Golbat kriegt auch viel Schaden. Reicht sogar aus, weil es ein Crit war. Der hat sonst nicht gereicht. Hier habe ich gerade beide gegnerische Golbats gecrittet. Kann das sein? Das ist ja ziemlich nice. Nice. Wir geben uns mehr Erfahrungspunkte. Das sieht gut aus. Und den Angriff brauchst du ja nicht. Das ist sehr schön. Ja, mit den Werten kann man eigentlich arbeiten. Gerade die Verteidigung sieht gar nicht mal schlecht aus. Lalalalalala. Okay, ich meine, auf Level 30 entwickelt sich das Ding auch. Dann wird es umso besser und nützlicher. So, jetzt kann ich hier lang und oh. Das sind zwei Kampffuzis. Will ich da echt mit Steve antreten? Ich habe echt Angst, Leute. Ich muss aber jetzt echt vorsichtiger spielen. Ich habe jetzt in relativ kurzer Zeit gleich zwei Verluste erlitten. Und ich bringe sie ja klar, hassiges Wesen ist mir noch aufgefallen. Initiative steigt, aber Verteidigung sinkt. Deswegen ist sie auch nicht so super. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen mit Steve. Dann muss ich einfach aufpassen, wie ich dagegen agiere. Gerade im Doppelkampf. Da möchte ich keine fragilen Pokémon einsetzen. Ich werde anfangen. Ist mir sicherer. Einfach weil ich den Doppelbedroher raushauen kann. Gegen zwei Kampf-Pokémon. Hallöchen, na ihr beiden. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Ich zeige dir mit meinen Fäusten auf Karate-Art, was Angst bedeutet. Okay. Und was machst du so? Dich zu schlagen wäre der 100. Sieg in Folge für mich. Los geht's. Ich hätte mir leid, dann müsst deine Siegesserie wohl abbrechen. Will ich hoffen, das wäre sonst ziemlich scheiße. Die haben jeweils ein Pokémon, Junichi und Elisabeth. Wieso immer die Karate-Fuzis auch immer japanischen Namen haben, ne? Alter Schwede, die Bunkel und Militaris. Hier muss ich aufpassen, Militaris ist verdammt gefährlich. Aber noch nicht Level 42. Kann es sein, dass sich das schon früher entwickelt? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Das Problem ist, beide Kampf-Pokémon sind verdammt gefährlich. Wegen Lucario ist ja... Beide sind davon getroffen. Ich hoffe, dass Lucario schnellstens mit Bunkel und einen Knochenhals einsetzt. Das würde uns entgegenkommen. Währenddessen kann ich mit Mertes dann hier drin bleiben und einen Funkensprung probieren, und zwar auf Militaris. So, mal schauen, ob der Plan aufgeht. Wir sind das schnellste Pokémon hier auf dem Feld, das ist schon mal gut. Kümmere ich mich erstmal um Militaris. Muss natürlich hier aufpassen, wir haben hier alle eine Bodenschwäche. Sehr schöner Schaden. Und dann kommt die Kraftwelle, allerdings auf Toxic Quark. Ah, das war dummend von dir. Ein Knochenhals hätte vielleicht ausgereicht. Das war nicht so schlau. So, was machst du? Turmkick? Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Okay, aufpassen, das wird bei Lucario jetzt reichen. Turmkick ist verdammt gefährlich. Ja, das ist auf Lucario ausreicht, das wundert mich jetzt nicht. Holy shit, Turmkick kannst du schon einsetzen. Oh, holy shit. Und, oh mein Gott, Stormbombe. Nein, 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 bitte nicht. Mertes, überlebst du, okay. Das war doch weniger, als ich dachte, um einiges weniger. Ich sah nur eine effektive Bodenattacke, oh mein Gott. Zuerst um Militaris besiegen. Ich müsste wissen, Leute, hier entwickle ich mittlerweile Paranoia. Einfach, weil es die Todesinsel ist. So, Militaris will ich jetzt erstmal finishen. Nächste Schlammbombe wird nicht ausreichen, auch wenn es ein Crit wird. Oh mein Gott. Ich habe mich echt kurz erschrocken, weil die Schlammbombe tut, dachte ich, tut weh als Bodenattacke. So, das sind viele Erfahrungspunkte. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, er macht damit weiter. Ich muss echt aufpassen. Das ist sehr effektiver Schaden hier. So, was mache ich jetzt am safesten? Kommt jetzt wieder eine Bodenattacke. Ich werde, ich gehe in Tim. Das Safeste, was ich machen kann. Und ich werde jetzt so safe spielen, wie es geht. Auch wenn ich dann die Erfahrungspunkte nur auf Mert und auf Tim verteile, wahrscheinlich. Muss einfach so sein. Oh, natürlich. Das ist eine super Idee. Hätte ich doch lieber noch vorher angegriffen, ne? Aber Tim kann nicht verwirrt sein. Mein Freund, der kommt immer durch. Mert übrigens auch. Wir kennen ja Mert. So, jetzt gebe ich dir eine Schlammbombe zurück, mein Freund. Die ist auch sehr effektiv auf dich. So, hier jetzt ein richtig schönes Schlammbomben-Battle. Jetzt geht sie auch mal bei dir daneben. So, komme ich jetzt durch oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Nee, natürlich nicht. Dieses eine Mann nicht. Wow, war das viel. Entweder ist mein Angriff so hoch. Ja, mein Angriff ist wahrscheinlich so hoch. Oder meine Verteidigung so schlecht. Ich meine, das ist mein Angriff. So, komm. Ja, sehr schön. Und Schlammbombe trifft. Warum auch immer ich jetzt schneller bin. Ach, er hat jetzt einen Attack eingesetzt, die Minus-Prio hat. Okay, ist ja also auch egal, du bist ja eh besiegt. Das ist die Rolle gewesen oder sowas, was du kannst? Ich weiß es nicht gerade. Egal, Hauptsache ihr seid besiegt. Und keins unserer Pokémon ist gestorben. Huh, ich hab echt Angst hier, Leute. Das ist der Wahnsinn. So. Entschuldige, das war wohl eher etwas großmütig von mir, oder? Ja? Nach all der Arbeit ist diese Niederlage sehr, sehr frustrierend. Ja, ja. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Siege hinter mir. Muss ich einfach mal sagen. So, Tim, du hast wieder nach vorne. Franz hat auch sehr schön dazu. Sehr schnell. Das ist schon mal sehr gut. Aber die Encounter ist ja riesig schlimm. Oh, und da kommt das erste Stalos, wie ihr schon sehen könnt. Die hätte man auch hier schon fangen können. Das wäre nämlich auch ziemlich geil gewesen. Hätte ich nicht direkt Onix gefangen, sondern Stalos. Denn so wollte ich ja kein Onix entwickeln. Naja, ich habe Onix ja eh nicht gefangen. Das wäre schon ziemlich nice gewesen. Okay, Surfer wird bei Gyarados ausreichen. Bei Stalos weiß ich nicht. Ist auch sehr effektiv, klar. Aber wir müssen gucken. Die Kraft der Letzte auch auf Stalos einsetzen können. Auch wenn es da noch weniger gemacht hätte an Schaden. Weil Stalos hat so eine hohe Verteidigung. Ist schon ziemlich Wahnsinn. Ich bin Gott sei Dank schneller als die beiden. Und kann auf jeden Fall Gyarados vernichten. Das zu 100%. Aber Stalos... Ich weiß auch gerade die KP nicht. Die Spezialverteidigung ist jetzt nicht so super. Wir schauen gleich mal. Aber das Gefährliche ist definitiv Gyarados. Will ich nur mal so erwähnen, Leute. Ist einfach so. Ich habe meinen Bildschirm angespuckt. Toll. Freue ich mich. So, Stalos, bist du besiegt oder nicht? Dann schauen wir mal. Okay, bist besiegt. Tschüss, Stalos. Was ein geiler Ruf. Aber trotzdem, Stalos wäre echt ein nice System gewesen. Boden und Stahl. Das wäre echt nice. Ja, Stufe 24, den auch gut. Ach, nicht so die Spezialverteidigung. Ich muss mir merken. Oh, zu gibt der Spezialverteidigung ist zu schlecht. Da muss ich echt drauf aufpassen. Ja, komm, Weißnebel, den brauche ich nicht. Da kann ich doch lieber Ruckzucki einsetzen. Ich werde Ruckzucki zwar eh nicht einsetzen, aber noch öfter als Weißnebel. Sagen wir mal so. Also ist das schon der bessere Play hier. So. Alles klar, dann wäre das hier auch erledigt. Ich finde es so praktisch, dass wir immer geheilt werden, Leute. Daran könnte ich mich glatt gewöhnen. Sollte ich aber lieber nicht machen. Ich wollte gerade sagen, kein Encounter hier bis zum Item. Hätte mich jetzt gewundert. Und zwei Onix. Ihr wisst ja, ich nehme jeden Encounter hier mit. Muss einfach sein. In der Hoffnung, dass wir hier nicht krepieren. Ich hoffe, das waren unsere zwei letzten Verluste in dieser Challenge. Zwei in so kurzer Folge. Ich muss echt vorsichtiger spielen. Ist so. Gerade hier auf der Todesinsel. Das ist so. Und es wird in Zukunft auch nicht einfacher, Leute. Ich muss aufpassen. Wir werden in Zukunft sogar Chancen haben auf Eis-Pokémon. Da muss ich mal schauen. Ich möchte kein Schneebedeck bekommen. Würde ich kein Schneebedeck. Das werde ich nicht ins Ziel nehmen. Ich weiß, Eis ist zwar nice. Reimt sich sogar. Pflanze auch, aber eine Typenkombination ist das scheiße. Das kannst du nicht in den Nuzlocke-Team mitnehmen. Kein Eispflanze-Pokémon. Das hält dir nichts aus. Reimt gar nichts. Jetzt erstmal haue ich hier die Onix weg. La 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 la. Lucario gibt auch wieder schön Schaden. Und mit dir ist es ein Crit. Nice. Sehr schön. Ja, habe ich schon mal vorsehen können. Das ist ja klasse. Lucario stirbt so oft und du kannst einfach ab. Oh Mann, tschüss Onix. So. Ja, ja, okay, das war's auch hiermit. Und fragt sich, wer für den Schiff Erfahrungspunkte. Und dann nochmal. Ach ja, es lohnt sich hier richtig. Also das Training hier ist schon ziemlich stark. Magnete. Oh, das ist für Elektroattacken. Das wäre gar nicht so schlecht. Warte mal kurz, das werde ich jetzt eben mal schnell Mert geben. Dann ist sein Funkensprung etwas stärker. Ja, das machen wir. Okay, Merta, kriegst du das jetzt mal? Das ist der Siegesang, aber das kann auch ein anderes Pokémon besser gebrauchen, glaube ich. Ich probiere es mal bei Steve, denn der trägt ein Schutzband. Und das brauchen wir wohl eher weniger. So, ja. Weg damit. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder ein weiteres Trage-Item. Ein sinnvolles vor allen Dingen. Sehr, sehr schön. Warte mal kurz, was trägt Meti für ein Item? Ich habe gerade die Hirntafel in unserem Beutel gesehen.
Ach so, Fausttafel, ja, das macht mehr Sinn. La la la. Ja klar, du hast auch keine Psychotacker mehr, stimmt. Die habe ich ja. Habe ich alles verlernen lassen. Das ist doch bestimmt ein Item. Oder? Wollen wir ehrlich sein. Und da oben sind wieder zwei Astrainer, das gefällt mir gar nicht. Ich mag keine Astrainer, genauso wenig wie ich Georok mag. Mann. Dann fehlt noch, dass irgendein Austausch vorbeikommt und uns wegflincht oder so und dann irgendwie besiegt. Das wäre ja auch nice. Ah. So, einmal bitte kaputt surfen. Kriegst umso schöner, dass wir schneller sind mit Tim. Und wir sind ja schon auf Level 36, so viele Erfahrungspunkte kriegen wir da nicht. Aber ich kann trotzdem noch ein bisschen Training einsetzen, weil Tim brauche ich für die nächste Arena. Und ich habe ja noch nicht nach dem Level Cap geguckt, nach dem möglichen, um zu sehen, wie viel müsste ich da eigentlich trainieren. Ich kann ja theoretisch über das Level des Arena-Levels trainieren, das möchte ich aber vermeiden, denn sonst wird es eventuell zu langweilig oder zu einfach. Bis jetzt würde ich mir eigentlich das trotzdem empfehlen, weil die letzte Arena war ja nicht so schön. Und noch ein Crit auf Lucario. Meine Güte, Tim hagelt hier mit seinen Surfer-Crits rum, ne? Muss ich schon sagen. Allerdings auf das falsche Pokémon. Ja, ich weiß, sie kommen. Es sieht so aus, als würden wir jetzt kaum vorankommen hier in der Eiseninsel, aber ich möchte ja das Training gerne nutzen. Wie gesagt, hier mit Urs kann man wunderbar trainieren. Wir können ja doppelt so schnell trainieren. Erstens, weil wir dauernd geheilt werden. Zweitens, weil wir gegen zwei Pokémon immer gleichzeitig kämpfen. Und drittens, weil wir mehr Hilfe haben von einem Lucario, was dann keine Erfahrungspunkte abgreift. Und verdammt schöne Boosts sehe ich gerade. Es ist so unglaublich praktisch und so unglaublich schnell, das Training hier. Deswegen möchte ich das gerne ausnutzen. So, hier muss noch irgendwo ein Item sein. Ja, Eisentafel. Oh, für Stahlattacken. Sehr schön. Und auf der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift reingraviert. Zwei Wesen von Zeit und Raum wurden aus dem ursprünglichen geboren. Ach ja, ich finde es irgendwie ziemlich geil, immer wenn auf jeder Tafel da irgendwas steht. Hat schon was, ne? So, wo sind wir jetzt? Da hätten wir auch lang gekommen. Dann machen wir erstmal die Bauarbeiter. Die haben wahrscheinlich sowas wie Maschok oder auch Gesteins-Pokémon. Da können wir gleich mal schauen. So, Onix und Golbat, ja. Okay, ich würde sagen, wir hauen ordentlich rein hier. Wie immer. Die Bauarbeiter werden wir auf jeden Fall noch machen. Da muss ich mal schauen, wie viele Pokémon die haben. Und je nachdem können wir noch die Astrainer machen. Wobei ich mir da eher unsicher bin. Ich möchte auch ein paar wilde Pokémon zwischendurch auch noch machen. Und mal schauen, ob noch Items liegen. Auf jeden Fall steht dann der Plan fest. So, erstmal wieder Windstedt einsetzen, ist auch eine schöne Idee. Der letzte Wille quasi vor dem Tod. Und schon der Knochen eins hinterher auf Onix. Das würde ich kaum schauen, weil Onix einfach so eine Bombenverteidigung hat, müsst ihr wissen. Seht ihr ja schon. Und mal wieder trifft Lucario sehr, sehr wenig. Tja, Sandsturm. Schönes Sandsturm, der hilft uns sogar, weil wir beide davon nicht getroffen werden. Sowohl Gastrodon als auch Lucario. Ich glaube, das ist das einzige Punkt, was davon getroffen wird. Sehr schön, weil wir auch alle Typen vorhanden haben hier, die dagegen immun sind. Boden, Stahl und Stein. Oh, wow. Kriegt immer so viel Schaden. Es tut mir leid, mein Freund. Auf jeden Fall ist Onix jetzt erstmal besiegt. Dann können wir uns auf Golbat fokussieren. Okay, so, kriegt jetzt Pflanzen ein neues Level. Jawohl, Level 25. Ich habe es abschätzen können. Ja, es wird immer besser. Der Spezialangriff ist nicht schlecht, Verteidigung auch nicht schlecht. KP kann man mitnehmen. 50 auf Initiative, nicht schlecht. Ist immer noch ein Wingull. Bei Pelipper sieht es auch anders aus, nehme ich mal an. Vor allem in den KP. Und ihr liebt ja, ihr wisst ja, wie gesagt, ich Bulk mag. Und vor allen Dingen, ich weiß, dass Wasser-Pokémon am besten Bulk aufzeigen können. Ist mir generell schon öfters aufgefallen. Deswegen, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir noch ein paar weitere Wasser-Pokémon ins Team nehmen. Also wir haben jetzt, klar, Wingull dabei und Tim. Das sind beide sehr bulky. Wir haben noch weitere Wasser-Pokémon vorhanden. Wir haben noch Parsi als Morlord später. Und wir haben noch Morbol und Santantara. Schon wieder ein Crit. Du liebe Güte, was ist hier los? Mann, Mann, Mann. Das kann echt nicht sein. Das ist am Lucario. Tut mir echt leid. Muss man hier mal gesagt haben. So, Körper ist auch tot. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Bei dem Bulk. Also, genau. Tantara. Ach, jetzt schon. Nicht Level 30. Auf Level 25 schon. Hey. Franz entwickelt sich. Sehr schön. Doch schon etwas früher. Ich dachte Level 30. Okay, habe ich mich geirrt. Wunderbar, kriegen wir jetzt schon Pelipper. Das freut mich sehr, sehr stark. Dann können wir jetzt auch in den Surfer gehen, mein Freund. Denn jetzt ist unser Franz ein Pelipper. Ich weiß, ihr könnt wunderbar Rufe nachmachen. Tut mir schon wieder leid an Franz, weil ich weiß, dass Zwinger sein Signature ist und nicht Pelipper. Aber ist mir jetzt egal. Schutzschild. Oh, das ist eine interessante Attacke. Kann man eventuell mal zum Scouten benutzen. Gucken wir mal. Superschall werde ich eh nicht einsetzen. So, bitteschön. Wir gehen wieder gleich da mal den Surfer. Sehr schön, schon haben wir einen Pelipper im Team. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, theoretisch natürlich, wir hätten es auch als Winger da lassen können, dann kriegt es immer besser Erfahrungspunkte. Da kriegt es nämlich immer mehr. Zumindest meine ich, dass das hier so geregelt wird noch. So, jetzt gebe ich dir erstmal den Surfer, den konntest du ja vorher nicht lernen als Winger.
gebe ich ihn dir jetzt so. Das hat der Kampf so lange gedauert und auch die Entwicklung, dass wir die Bauarbeiten doch nicht mehr machen, Leute. Okay, dann gebe ich dir die, nehme ich dir die Aquavelle und dann kommt der Surfer stattdessen drauf. Macht ja am meisten Sinn. So, die werden ja schon irgendwie trainieren. Wahrscheinlich will ich Offscreen-Training nochmal hier in der Höhle machen, oder? Ich weiß nicht, ob das so gefährlich ist, Leute. Es ist ja scheiße gefährlich mit dem ganzen Gerock. Na egal. Leute, das war's für heute. Nächstes Mal hat die zweite hier in der Eiseninsel zusammen mit Urs. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.